So, Leute, da sind wir beim nächsten Secret Layer. Und zwar haben wir dieses Mal Special Guest John Bartel. John Bartel. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Künstlern im Magic nicht aus, tut mir leid. Ich wurde schon dafür geschlagen, dass ich so Seth McKinnon so sag, so, der ist halt ein Dude. Thank you for being part of the Secret Lair. Immer noch so schön. Ich mag die Boxen immer noch. Ich habe ein bisschen mit Leuten jetzt schon drüber gesprochen und gesagt haben, nee, die alten Boxen waren cooler, da konnten wir wenigstens Commander-Decks draus machen. Oder Commander-Deck-Boxen. Ich muss sagen, hier kann man cool so eine Uhr reinlegen oder so Geschenke für Weihnachten. Dementsprechend sehr, sehr cool. Und alles schon mal krumm und schief, aber anders als bei den anderen ist hier der Kleber nicht so hart, dass man die Karten damagen muss, damit sie abgehen. Hier ist der so schlecht verklebt, dass die automatisch von oben runterkommen. Ja, gucken wir uns mal an, was wir haben. Vorsichtig. Ich meine, sind mal wieder eine Leihgabe. Sehr, 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 sehr cool. Danke dafür. Wir haben eine Mesa Enchantress. 2-0-2. Immer wenn man Enchantment spielt, darf man eine Karte ziehen. Die ist, glaube ich, aus einem Time Spiral gedönst, weil die gibt es eigentlich in grün. Archaeomancer, 4-1-2, wenn er ins Spielfeld kommt, kann man Instant oder Sources im Spiel wiederholen. Das ist so eine 10-Cent-Karte, die in diesem Secret Lair irgendwie, ich glaube, 8 oder 9 Euro kostet. Das ist, Secret Lair ist so geil, wenn es darum geht, Preise zu machen, weil die Leute halt für coole Artworks bezahlen. Und man kann sagen, was man will, das ist halt echt ein cooles Artwork. Dann haben wir die teuerste Karte in dem Ding, Bloomtender. Oh mein Gott. Oh mein Gott, it is so cute. 2-1-1 tappen, wir kriegen einen Mana für jedes Permanente, was wir kontrollieren, was verschiedene Mana hat. Also im Sinne von, wir kriegen für jedes Mana dann Permanentes, maximal 5 Stück halt im Moment. Oh, it is wirklich beautiful. Und dann haben wir, geil, den Meteor-Golem. 7-3-3, wenn er ins Spiel bekommt, zerstören wir nicht Land. Permanentes, das ein Gegner kontrolliert. Den habe ich eine Zeit lang tatsächlich gespielt im Legacy. Den habe ich mit Khan rausgesucht und habe den dann gesmashed. Aber ich glaube, ein Commander. Gerade mit Flickern. Kann ich sehen. Und jetzt natürlich, hier unten drunter ist da noch eine Zusatzkarte. Das kann alles sein von Furaskas hier über die normale Karte, die hierbei ist. Oder eins von diesen Artefakten. Gucken wir uns mal an, was haben wir? Wir haben das, was dabei ist. Eine Insel. Und das ist die Insel vermutlich. Nö, nicht von dem Typen gemalt. Oder der Frau. Ich weiß nicht, warum diese Insel da drunter ist. Ist auf jeden Fall eine Insel, die aus Jumpstart bekannt ist. Schade. Da hätte was Cooles drin sein können. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.